Hast du auch was? Nein, ich faste. Wieso fasten? Denkst du, das Essen geht irgendwann aus? Ja, das ist doch so ein Ding, das machen doch Christen. Keine Ahnung. Christen fasten doch. Das ist doch so üblich. Steht doch irgendwo. 1. Korinther, Kapitel 7. Alle Christen fasten. Ich habe schon lange kein Intro mehr gemacht. Was geht, Cory hier? Das hier ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich dieses Video aufnehme. Das erste Mal habe ich irgendwie diesen Punkt nicht rübergebracht. Oder ich hatte überhaupt keinen Punkt, den ich rüberbringen wollte. Es war so ein bisschen eine Mischung aus, wieso sollten Christen fasten und wie haben Christen gefastet und pipapo, wie auch immer. Ich möchte heute nochmal neu dieses Video aufnehmen, gezielt euch zu ermutigen, dich zu ermutigen, auch mal zu fasten. Und hier sind ein paar Gründe mit Beispielen aus der Bibel, wieso du persönlich fasten solltest. Fasten und beten, das ist etwas, was für uns tägliches Brot sein sollte. Das ist ein Widerspruch an sich, aber das sollte, es sollte normal sein, dass wir immer wieder regelmäßig fasten und beten. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video. Bevor ich starte, möchte ich noch den Vers Matthäus 26, 41 geben. Und da heißt es, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich denke, das ist der Grund, wieso wir fasten sollten. Wir sollten nämlich den Fleisch schwach machen und den Geist noch stärker machen. Und das ist das, was passiert, wenn wir fasten. Fangen wir einfach mal an. Nummer 1. Wenn du wieder gesündigt hast. In Joel 2, 12 beschreibt das genau das. Zur Umkehr. Fasten zur Umkehr. Das Volk hat Gott schon wieder verleugnet, ist schon wieder weg von den Wegen, die Gott eigentlich für sie geplant hat. Und jetzt ruft Gott sie auf, Buße zu tun, zu fasten und zu beten. Und das ist genau das, was wir auch machen können, um wieder Gott näher zu kommen. Weil was passiert, wenn wir sündigen? Wir trennen uns von Gott oder beziehungsweise so eine Mauer baut sich auf zwischen Gott und uns. Aber wenn wir Buße tun, kommen wir wieder zurück zum Herrn, zu Gott. Zweitens, um zu trauern. Wenn jemand gestorben ist, wenn jemand krank ist und unheilbar ist, wenn du eine Prüfung nicht geschafft hast, bleiben wir bei den ganz simplen Sachen, wenn du einen Job nicht bekommen hast, den du gerne haben wolltest, eine Wohnung, die du nicht bekommen hast, kannst du fasten, um zu trauern. In Nehemia 1,4 passiert genau das. Er fastet, um zu trauern. Oftmals verlieren wir uns in unserem Selbstmitleid und fressen uns mit Ben & Jerry's voll und essen Pizza und versuchen uns allein und zurückzuziehen, anstatt zu Gott zu kehren und zu Gott zu gehen. Also, wenn du trauerst, wenn du am Verzweifeln bist, wenn es dir richtig schlecht geht, faste und bete. Und so wird diese Leere in dir mit Gott gefüllt. Das ist das Beste, was man machen kann. Wir wollen immer von Gott weglaufen, wenn es uns nicht gut geht. Aber das ist doch die beste Medizin, zu Gott zu kehren, zu Gott zu gehen, wenn wir trauern. Nummer 3, bei Krankheit. Genauso wie beim Trauern, auch bei Krankheit. Niemals zurückziehen und versuchen, das alleine durchzustehen oder wie auch immer, was wir versuchen manchmal. Im Psalm 35, 13, da wird für Krankheit gebetet. Wenn jemand um dich herum krank ist, wenn du selber krank bist, wenn irgendjemand sich verletzt hat oder wie auch immer, was ist das Beste, was wir machen können, ist fasten und beten. Wir beten gerne, wir beten für diese Person, aber wie wäre es, wenn wir dafür fasten? Es gibt dieses Beispiel von den Jüngern, die einen Dämon nicht austreiben konnten. Warum? Jesus hat gesagt, bei manchen Sachen braucht es Fasten und Beten. Nicht nur einmal irgendwas darüber sagen, sondern kontinuierliches Fasten und Beten. Das heißt, ich ermutige euch, in solchen Situationen zu fasten und zu beten. Nummer 4, denke ich. Wir sind mal 4, oder? In Daniel 9,3 fastet er für die Schuld seines Volkes. Ähnlich wie beim ersten Punkt zur Umkehr können wir auch die Schuld bekennen. Nicht nur einfach Schuld bekennen, weil wir sagen, oh, tut mir leid, ich habe das gemacht, tut mir leid für dies, tut mir leid für das, sondern auch dafür fasten. Also dieses Fasten ist immer ein Verstärker des Gebets.
Für uns ist es nicht normal, dass wir fasten. Klar, für mich ist es auch nicht normal, dass ich faste. Es ist mir jetzt erst in der Fastenzeit so klar geworden, dass ich viel häufiger fasten möchte. Ich möchte einmal im Monat fasten. Mindestens vor großen Entscheidungen, was gleich noch kommt, würde ich fasten. Und auch für Schuld. Wenn ich Schuld auf mich geladen habe, wenn jemand anderes Schuld, wie auch immer das aussieht, dieses Stellvertreten. Es ist nicht so, dass du die Schuld dann wegnimmst. Aber Daniel entschuldigt sich für sein Volk und fastet dafür. Das heißt, auch wir können bei Schuld, ich würde es jetzt mehr auf mich selber anwenden, wenn ich schuldig geworden bin und Schuld auf mich geladen habe, dann faste ich. Und der letzte Punkt, Punkt 5, ist, wie ich eben schon gesagt, vor großen Entscheidungen. Faste vor großen Entscheidungen. Ich ziehe in eine andere Stadt. Ich habe eine bestimmte Wohnung, eine bestimmte Frau, die mir gefällt, ob ich sie jetzt ansprechen sollte oder heiraten sollte, ob du eine Salami-Pizza oder ob eine vegetarische Pizza hast. Das ist eine große Entscheidung. Aber bleib mir ernst, wir können auch vor diesen großen Entscheidungen fasten und sollten es. Also wenn Gebet schon stark ist und Fasten der Verstärker ist, wieso fasten wir nicht dann vor jeder Entscheidung? Wie gesagt, es ist kein Muss, oder ich habe es noch nicht gesagt in diesem Video, aber es ist kein Muss. Aber es ist so wie, Heiliger Geist, gib mir ein Beispiel. Blödes Beispiel, aber wenn du beim Basketballspielen wirfst, dann hilft es noch besser, wenn du auch hinguckst. Also ist das Werfen, das Beten und das Hingucken, das Fasten und beides zusammen hilft viel, viel, viel besser, um zu treffen. Und so würde ich das in meinem schlechten Beispiel, der jetzt gerade so auf mich runterkam, würde ich vergleichen, wie so Fasten und Beten zusammengehört und wie so du bei großen Entscheidungen fasten solltest. Also, um zusammenzufassen, ich habe 5 vorgetragen, 5 Gründe, wieso du fasten solltest. Umkehr, Trauer, Krankheit, Schuld und großen Entscheidungen. Es gibt noch viel mehr Gründe, aber das sind jetzt erstmal 5 Gründe, wieso ich fasten sollte und wieso du fasten solltest. Ich sage nur, Fasten ist so viel besser als nur zu beten. Gerade dieses Essen auslasten, das verändert dich vom Innen nach außen. Und was ich auch noch sagen muss, nur auf Essen verzichten ist nicht Fasten. Wenn du richtig fasten möchtest, da könnte ich noch ein ganz anderes Video machen, wie man richtig fastet. Aber nur um das zu wissen, es geht nicht nur darum, nicht zu essen. Es geht darum, in der Zeit, in der du eigentlich essen würdest, das Wort zu lesen. Oder statt zu essen, beten. Oder statt zu essen, dienen. Dass wir diese Zeit, in der wir nicht essen, auch sinnvoll nutzen. Also, ich hoffe, ich konnte dieses Thema dieses Mal kompakt rüberbringen mit einem Strang, der Sinn macht, und ich hoffe, ich habe euch ermutigt, auch mal zu fasten. Aber das ist alles, was ich heute sagen möchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst, was ihr machen könnt, um mich zu unterstützen. Ich habe übrigens letzten Monat gefastet. Ich habe ein Video hochgeladen. Ihr könnt da oben drauf klicken und dann kommt ihr zu dem Video. Da habe ich 7 Tage Essen gefastet. Und ich werde nächste Woche ein Video posten, wo ich 21 Tage auf Medien gefastet habe. In beiden habe ich erklärt, was meine Erfahrung ist und was ich so durchgemacht habe. Also falls ihr das noch sehen wollt, könnt ihr das. Wenn nicht, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr eure Zeit mir geschenkt habt und mir zugehört habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Corey hier, ihr da. Alles klar.